Das ist ja du, aber so was du, also, Kinder, vor welcher Frage, was wollt ihr alle in meinem Zimmer hier, du? Aber, Freunde, die Stimmung ist gut, ich hab's gemerkt am Anfang schon, auch meine Briefträgerin hat gesagt, heute geht die Post ab, hat sie gesagt, und ich hab's ja gerade, ihr habt gemerkt, ich war heute besonders spät dran. Das liegt daran, ich bin unterwegs und ich habe 2 Stunden im Stau gestanden. Mir tun die Füße weh, kann ich euch sagen. Und da kam einer an, du, ihr kennt die, du, mit Täschchen und Minirock, du. Du, ein ganz scharfes Geschoss, du, lange blonde Haare mit kurzen schwarzen Wurzeln, ihr kennt die, du. So, also, tolle Kante, Hyperbombastico, du. Genau die Frau, vor der mich meine Mutter immer gewarnt hat, weißt du. Guckt bei mir ins Fenster und sagt, na Süßer. Wismar? Ich sag, nee, Rostock. Also ehrlich, und Freunde. Naja, ich merk schon. Ich merk schon am Anfang, einige applaudieren, die anderen denken noch nach. Und ihr kennt diese alten Sprüche. Und bei mir können ja Rehbraten und Frauen ruhig so ein klein bisschen verdorben sein. Das ist ein alter Spruch. Ja, ihr lacht. Ihr lacht, ich stehe nach wie vor auf Frauen. Gut, ich stehe stramm auf die 50 zu. Und 50? Ein Mann von 50 ist wie ein Baum. Er hat Moos und einen starken Stamm. Ja. Ja, ihr lacht so. Und ich habe eine gute Mittellage und dazu stehe ich, du. Ja, gute, gebe es offen zu, mein Yachtgebiet wird immer größer. Nur die Munition wird weniger, das ist klar. Ne? Ja. Wie heißt es immer so schön? Das Kind ist im Manne. Und meine sind noch längst nicht alle raus. Glaubt ihr das, du? Nein, Freunde. Ich sage immer, du, lieber den zweiten Frühling als die dritten Zähne, du. Und wir Männer, Freunde, wir Männer kriegen ja 2-mal im Leben Schreck. Also das erste Mal, wenn es beim zweiten Mal nicht mehr klappt, und das zweite Mal, wenn es beim ersten Mal nicht mehr klappt. Und wir haben ja auch, wir Männer haben ja 3 wichtige Abschnitte im Leben. Nicht erstens, ich will sie, zweitens, ich hab sie, drittens, ich hab sie satt. Also das sind diese Sachen, ja, das sind, natürlich. Und ich finde das irgendwie nicht richtig, ich finde es fies. Nicht? Wenn ein Dicker eine Dünne dick macht und sich dann dünne macht, ich meine, das ist doch nicht schön, Freunde. Ne? Das ist nicht schön. Ne? Ne. Aber Männer ohne Vergangenheit sind wie Bücher ohne Eselsohren, glaubt mir das. In beiden ist zu wenig geblättert worden, glaubt mir das. Ich kann euch das erzählen, du, ich neulich rein in so eine Disco. Ich gleich auf den Disc-Jockey zu und sag, ich sag, hat deine Anlage hier was mit der Prostata? Sag, warum? Ich sag, da kommt so wenig raus, Mensch, was ist los? Ne? Und da saß ja wohl einer am Tresen, so eine Ätzschnitte, weißt du? Oh, hau, hau, ha, die hatte weniger auf den Rippen als ein Stück Seife nach dem 8. Waschgang. Also, ehrlich, ein Öko-Fetzen hatte die an, also, oh, mit einem Dekolleté. Also, ich habe gedacht, Mensch, wie kann man Sprengstoff nur so offen lagern? Also, ehrlich, und eben, ja, ehrlich, einen Ausschnitt, du. Die hatte ein Dekolleté, die konnte sich durch den Ausschnitt die Knie waschen. Also, ehrlich, das ist, ja. Und Ohrringe, du, wie Angelhaken für Goldfische. Also, ehrlich, du. Nicht? Und ich habe gesagt, sind Sie nur so gekommen oder meinetwegen nicht? Man muss ja mit so einem Mädel mal ein bisschen ins Gespräch kommen, nicht? Und ich sage, ich mache eigentlich Frauen mit Schmuck gar nicht so gern, aber ihre Augenringe sind echt affengeil, habe ich gesagt. Ich sage zu ihr, darf ich Sie denn zu einem Drink einladen? Sagt sie, wenn Sie so freundlich sein wollen, aber dass ja nichts passiert. Jo, wir haben ein gutes Gläschen getrunken. Gallenblaser, Nierenritt. Ich sag, Fräuleinchen, wie ist es mit dem Tänzchen? Sagt sie, wenn sie so freundlich sein wollen, aber dass ja nichts passiert. Und dann stand die auf. Kennt ihr diese Sitzgrößen? Die wurde immer länger, du. Freunde, wir haben getanzt, Wange an Backe. Ich wollte ihr ein Kompliment machen und sagt, Fräuleinchen, Sie haben wunderschöne Nasenlöcher. Ich sag, darf ich Sie nach Hause bringen? Sagt sie, wenn Sie so freundlich sein wollen, aber das ist ja nichts passiert.
Ich habe sie ins Auto geworfen, wir sind gefahren bis nach Hause. Ich darf sie noch zur Tür bringen. Sagt sie, wenn Sie so freundlich sein wollen, aber das ist ja nichts passiert. Sag, Menschenkind, ist Ihnen schon mal was passiert? Sagt sie, nein, aber wenn Sie so freundlich sein wollen. Freunde, die mich kennen, die wissen natürlich auch, ich bin echt ein Kavalier in der Liebe. Also ich nehme mir auch die Zigarre aus dem Mund, wenn ich eine Frau küssen will. Also das ist ja... Sagt mein Doktor neulich zu mir, wie sieht es denn aus mit der Liebe? Ich sage, und ich normaler Doktor, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Oh, das ist eine Menge, da wollen Sie ein bisschen kürzer treten. Lassen Sie die Dienstag mal weg. Ich sage, das geht nicht. Der einzige Tag, an dem ich zu Hause bin. Sagt er, haben Sie denn Kinder? Ich sage, 12 Stück. Sagt er, um Gottes Willen, jetzt geht's bei Ihnen zu Hause ja drunter und drüber. Ich sage, nee, die sind alle bei Ihren Müttern, du. Nein, mein Arzt ist auch eine Kanone. Also das ist so ein Typ, der immer sagt, Schein oder nicht Schein. Das ist hier die Frage. Ihr kennt diese alten Ärztesprüche. Nee, der war ja Kanone, der Mann. War früher mal Leber- und Darmspezialist in einer Wurstfabrik. Also der ist... Ich sage, Doktor, Sie müssen mich unbedingt krank schreiben. Sondern was fehlt Ihnen denn? Ich sage, ein freier Tag. Sagt ihr, Ihr Cholesterinspiegel ist nicht in Ordnung. Ich sage, das weiß ich, ich habe mir schon Alibert bestellt. Ich sage, Herr Doktor, da habe ich mir ein bisschen Probleme mit den Schultern. Hat er ein bisschen flott gelebt, was? Ich sage, Herr Doktor, doch nicht mit den Schultern. Ich sage, Herr Doktor, dann denke ich Tag und Nacht an mein Geld. Also, das werden wir bald haben, sagt er. Sagt er, letzte Nacht hatte ich einen fürchterlichen Albtraum, grausamen Albtraum. Ich war auf einer einsamen Insel mit Steffi Graf, mit Madonna, mit Claudia Schiffer. Sagt er, was war da denn so grausam? Ja, ich war heller von Sinnen. Es ist, meine... Nee, mein Arsch ist eine Kanone, du. Sagt er, treiben Sie irgendeinen Sport? Ich sag, ja, Bogenschießen. Oh, sagt er, geradeaus ist schon schwer, ne? Ich sage, Herr Doktor, wenn ich Kaffee trinke, kann ich nicht schlafen. Sagt er, komisch, bei mir ist genau umgekehrt. Wenn ich schlafe, kann ich keinen Kaffee trinken. Also das ist ja, ne? Nein, Freunde, macht dir einen schönen Tag, geht mal zum Onkel Doktor. Das ist so schön. Nicht? Wie heißt immer so schön, bei Risiken und Nebenwirkungen zerreißen Sie die Packungsbeilage und verklagen Sie den Arzt oder Apotheker. Ihr kennt diese alten Sprüche, ne? Guck mal, mein Nachbar zum Beispiel jetzt, der hat beim Jogging einen Herzinfarkt gekriegt. Im Krankenhaus hat er gesagt, das war mir meine Gesundheit wert. Also und der lebt ja, du, der, das ist auch ein Typ, der lebt ja ganz streng vegetarisch, nicht? Ich sag, warum das denn? Ja, Vegetarier sterben gesünder, sagt er, nicht? Und ruft er mich neulich an und sagt, hast du meine Todesanzeige in der Zeitung gelesen? Ich sag, ja, von wo rufst du denn an? Aber der hat ja einen Spruch drauf, und Dick, das geht mir immer so richtig an die Leber. Ihr kennt's, der hat einen Spruch drauf, der sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, es muss auch mal ein Bierchen sein. Bringt euch das auf was? Sag mal, kann mir nicht jemand was zum Gurgeln mal bringen hier oben? Das ist ja eine Hitze hier. Muss ja kein 7-Minuten-Pilz sein, Kinder. Macht mal irgendwas locker, komm, einen kleinen Drink für mich. Muss doch mal kommen, komm mal, Herbert ist gut da. Komm. Ist das, lass mal, ich habe ein frisches hier, du. Oh, das ist schön, du. Wo warst du denn so lange, Mensch? Hm? Sag mal, Horsti, warum schenkt ihr Bier in Schnapsgläsern ein hier eigentlich, du? Nee. Nein, Kinder, ich möchte dieses Glas erheben. Auf unsere Frauen und Geliebten mögen sie sich nie begegnen in diesem Sinne. Nein, er ist der Wert, ist ein Typ, du. Der hat alle Berufe, was der schon beruflich gemacht hat, ihr glaubt es gar nicht. In Hollywood hat er Eheringe vermietet, nicht? Also das ist ein Typ, du, der ist es, ja. Eine Zeit lang macht er groß in Kühlschränken, nicht? Also, der hat alle Berufe, der. Dann war einmal Testpinkler bei Pampers, also was der alles schon, du, der ist ja... Das ist ja auch ein Typ, du.
Sondern das ist ja ein Typ, also der, zu dem muss ich kurz mal Stellung nehmen. Also der ist ja Heiligabend auf die Welt gekommen, er wollte Weihnachten zu Hause sein. Also und der, das ist ja ein Typ, der sieht immer so aus, als wie soll ich sagen, also als hätte er einen Gletscher abgelutscht. Also mit dem Gesicht könnte er einen Yeti anlocken. Könnt ihr verstehen? Also ehrlich, das ist also, der hat auch eine dickere Lippe, als wenn 100 Neger singen Only You. Also das ist ein Wahnsinn, ja? Der hat auch den, pass auf, der hat... Ehrlich, der hat den IQ von Flippers Tante, also der wird bei der deutschen Schäferhundprüfung wird er durchfallen. Also ehrlich, das ist ein Typ. Ja, der hält Zadek für eine Dosensuppe und Clinton für ein Duschgel. Also so ein Typ. Ehrlich, das ist ein Wahnsinniger. Und geizig, der lacht nur auf Kosten anderer. Kennt ihr solche Leute? Der ist so geizig, der hat da einen Mülleimer zu Hause, hat eine Alarmanlage. Ehrlich, das ist ein Typ, nur solche Sachen, du. Sagt er, meine Frau, die hat mir jetzt so aus dem Fernsehen, hat dieses Zeug gekauft, Ferry Ultra, du. Das kleine Wunder gegen Fett. Ich habe mich mit dem Zeug 4 Wochen gewaschen, ich habe nicht einen von abgenommen. Also ehrlich, das ist mein Wirkung. Hat er mal zu seinem Sohn gesagt, unser Baby ist unsere Zukunft. Das so, Papa, was ist denn Mama? Mama ist die Regierung. Aha. Nachts wacht der Junge auf und sagt, Papa, weg schnell die Regierung, unsere Zukunft liegt in der Scheiße. Nein, Freunde, es ist ein verrückter Typ, das liegt bei ihm am Fehlen jeder intellektuellen Ablenkung. Also ich sag manchmal, Alter, was hast du bloß zwischen den Ohren? Also das ist ein Typ, ehrlich, wenn der eine Reise mit dem U-Boot macht, nimmt er einen Fallschirm mit. Also das ist ein Wahnsinniger. Das ist ein Typ, ihr glaubt das gar nicht, der hat ein Ei auf dem Dach, dem fehlt ein Henkel an der Kanne. Kennt ihr so? Neulich hat er im Fernsehen so eine Reise gewonnen. So, bei so einer Giemschuh, eine Reise nach Mallorca, eine Flugreise. Der steigt ins Flugzeug, nicht? Setzt sich auf Platz 5a, kommt die Stewardess und sagt, darf ich mal Ihre Bordkarte sehen? Ja, sie sind 15a. Nicht gedürft? Nee, sagt er, hier bleib ich sitzen. Ich habe die Reise gewonnen im Fernsehen nach Mallorca. Da bleibe ich jetzt sitzen. Nee, sagt er, Sie müssen weg. Hier kommt gleich ein anderer Fluggast, der... Nee, sagt er, ich bleib hier sitzen. Hey, die geht zum Piloten und sagt, können Sie das mal eventuell? Ich kriege den Gast dann nicht weg, der sitzt ganz woanders. Ja, dann nimmt sein Boardcase, setzt sich bei dem hin. Nach 2 Minuten setzt er sich auf 15a. Sagt die Stewardess, wie haben Sie das gemacht? Ja, ich habe gesagt, wir fliegen erst ab Reihe 15 nach Mallorca. Hat er sich mal mit der Motorsäge, du. Im Wald hat er sich alle 10 Finger abgehackt, mit der Motorsäge, abgetrennt, du. Der kommt in die Notaufnahme, ne? Sagt der Chirurg, halb so schlimm, das kriegen wir wieder hin. Haben Sie die Finger mit? Der zuckt mit den Schultern, aber ich bitte Sie, sagt er. So bei uns in der heutigen Zeit überhaupt kein Problem. Wir haben eine riesen Technik, Mikrochirurgie. Wir würden Ihnen die Finger wieder annähen. Dann sind Sie wieder voll im Einsatz, können wieder voll arbeiten. Warum haben Sie denn nicht mitgebracht? Sagt er, ich konnte Sie nicht aufheben, Mensch. Nee, Freunde. Du, da wollte er mal mit, da ist er mal in ein riesiges Hotel, du, in so einen riesen Schuppen gefahren, du. 50 Stockwerke, du. Du, da, und da kommt eine Rezeption und sagt zum Direktor, ich möchte gerne mit meiner Gattin hier, Silberhochzeit feiern. Haben Sie eine schöne Suite für uns? Sagt er, ja, im 50. Stock, ganz oben. Oh, sagt seine Frau, die nehmen wir, du, die ist wunderbar, du, das gefällt mir. Ja, sagt der Direktor, hat einen Nachteil. Der Lift, der Fahrstuhl, ist defekt. Sie müssen schon zu Fuß darauf laufen. Oh, sagt sie, nee, das mache ich nicht. Also, Liebling, sagt er, wir haben doch viel Zeit. Wir machen das ganz einfach. Auf jedem Stockwerk erzählen wir uns einen Witz. Ne? Na, die tippeln los im 49. Stockwerk. Sagt sie, ich weiß keinen Witz mehr. Sagt er, ich weiß nur einen. Wir haben die Schlüssel an der Rezeption vergessen. Nee, du. Er ist ein Typ, du. Der hat immer Sachen, du. Manchmal kannst du mit ihm gar nicht unterhalten, du. Sagt er neulich, kennst du den Unterschied zwischen einer Zigarette und einem Heuwagen? Ich sag, nee, keine Ahnung. Sagt er, im Heuwagen ziehen 2 Ochsen. Also das ist ja... Kinder, es ist ja... Nichts gegen die Raucher, du. Kommt dann neulich auf die Bank und sagt, guten Tag, ich möchte gern diesen Scheck einlösen. Ja, sagt der Kassierer, müssen Sie hin unterschreiben. Sagt er, nee, mach ich nicht. Ist ja mein Scheck. Da müssen Sie hinten unterschreiben. Nee, so das ist mein Scheck. Auf mein Scheck unterschreiben alle immer vorne. Die Leute unterschreiben alle. Sie müssen hinten unterschreiben, sonst kriegen Sie kein Geld. Ich kann Ihnen das Geld sonst nicht geben.
Ja, sagt er, dann gehe ich eben zur anderen Bank. Na, der geht zur anderen Bank, da zieht er die gleiche Arie ab. Nicht? Dem Kassierer den Platz der Kragen, der holt einen Gummiknüppel, nicht? Haut ihn dann auf die Glocke und sagt, Sie sollen hier unterschreiben. Sagt er, ja, ich mach das. Geh wieder zur Bank zurück, sagt der Kassierer, ne? Haben Sie Ihr Geld gekriegt? Sagt er, habe ich gekriegt, ja. Haben Sie hin unterschrieben? Sagt er, habe ich gemacht, ja. Warum haben Sie bei mir denn nicht gemacht? Ja, das, die haben mir das nicht richtig erklärt, Mensch. Nee, das ist auch ein Typ, du. Aber er ist ja irgendwie, Freunde, er ist ja irgendwie, wie soll ich sagen, er ist so ein Snob. Also ein Brett vom Kopf, aber Mahagoni. Kennt ihr? Das ist auch ein richtiger Snob. Ein richtiger Snob fährt ja heute nicht so ein Riesenauto, er fährt einen Mini Cooper. Also wenn er drin sitzt, da sieht er aus wie so ein Kotelett in Sülze. Kannst du dir vorstellen? Oh, richtiger Snob, 12 Führerscheine. Ja, wenn der in die Verkehrskontrolle kommt, kurbelt das Fenster runter, wirft einen raus und fährt weiter. Kennt ihr solche Leute? Oh, richtiger Snob, ja. Denn in seinem Auto hat er 3 Nummernschilder. Eins vorne, eins hinten, eins unten. Ich sag, wozu unten? Ja, wenn ich überfahre, soll auch wissen, wer es gewesen ist. Ne? Ja, das ist so. Hey, nee, du. Richtiger Snob, neulich auf dem Reitplatz läuft er rum, du breitbeinig, ihr kennt das. Mit Reitstiefeln an Sporen dran. Kommt so eine neureiche Frau auf ihn zu und sagt, das nützt überhaupt nichts, wenn Sie hier so rumlaufen. Mit Reitstiefeln sporen Sie überhaupt kein Pferd. Sie haben überhaupt kein Pferd. Da sagt er, und Sie haben ja auch eine Feder am Hut, können keine Eier legen. Nein, das ist ein Typ, also Freunde, der hat irgendwie, wie soll ich sagen, der hat irgendwie einen Webfehler. Also wenn man die zuhört, also da fetzt ein Baby manchmal die Banane aus dem Mund. Also nur dummes Zeug. Nur, also der macht ständig was, aber das selten. Also der sagt, ne, er sagt ja neulich so schön zu mir, der hat ja intelligente Sachen. Sagt er neulich zu mir, auf älteren Fotos sieht man immer viel jünger aus. Ne? Sagt er, ich bin ja älter, als ich aussehe, aber jünger, als ich bin. Also solche Sprüche. Ganz schlimm. Aber nein, also sonst, aber richtig, der hat ja intelligente Sprüche, wenn man sich mit ihm unterhält. Also richtig, also zum Mitdenken, nicht Larifari, sondern hier richtig. So bergab ist steiler als zu Fuß oder Kopflosigkeit schützt vor Mundgeruch. Also der hat richtig, ne? Nee? Gute Sprüche. Tarzan war besser als sein Ruf und solche Sachen. Nicht? Wer den Teufel an die Wand malt, spart Tapete und solche Sachen. Also nicht, wer im Glashaus sitzt, sollte sich im Dunkeln ausziehen. Also der hat richtige gute Sprüche. Oder nicht, nach dem Essen sollst du schwatzen oder aus der Hose platzen. Also der hat richtige, nicht? Ist der Bauer voll mit Wein, melkt er locker noch das Schwein. Also solche Sachen, nicht? Rutscht im Winter die Unterhose, war schon im Herbst das Gummiband lose, also solche Sachen. Ne? Hey du! Mit dem kannst du dich gar nicht vernünftig unterhalten. Ich frage neulich, wie spät ist es? Sagt er, halb. Ich sag, wieso halb? Ja, meine Uhr hat nur einen Zeiger, sagt er. Ne? Fragt er neulich, du, weißt du, wie man einen Kühlschrank kastriert? Ich sag, keine Ahnung. Sagt er, Tür auf, Eier raus, Tür zu. Also ehrlich, du, das ist. Der hat Sachen drauf. Sagt er zu mir, woran erkennt man einen Exhibitionisten in der Sauna? Ich sag, keine Ahnung, am Mantel. Sagt er, warum gibt es auf dem Altonaer Bahnhof nur männliches Personal? Ich sag, keine Ahnung, weil es ein Sackbahnhof ist, Mensch. Nee, ich hab mit dem verrückte Sachen, du, vor Gericht, du, da hat der Richter mal gesagt, wir haben einen Zeugen, der den Angeklagten in der hellen Vollmondnacht durch die eingeschlagene Schaufensterscheibe des Juweliergeschäfts kriechen sah, sagt der Verteidiger, aber Herr Richter, das kann doch gar nicht sein, in der fraglichen Nacht war nach dem Kalender hier Neumond, na, der wird freigesprochen, nicht, sagt der Verteidiger nachher, macht 2000 Mark, Ihre Verteidiger, oh, das ist aber teuer, das finde ich gar nicht. Schon der Druck des Kalenders hat 1000 Mark gekostet. Nee, du, immer so kleine spitze Sachen, die er auch drauf hat, du. Nee? Sagt er, was hat ein Polizist und 1000 Markschein gemeinsam? Ich sag, keine Ahnung. Wenn man einen braucht, ist keiner da, du. Das ist.
Neulich kommt er raus aus seiner Kneipe, du. Du versuchst sein Auto aufzuschließen, kommt da gleich ein Peterwagen und sagt der Wachmeister, den Schlüssel sollten Sie lieber uns geben. Das ist der Herr Wachmeister. Mit dem Schlüssel habe ich überhaupt kein Problem. Sie können mal den Wagen festhalten. Sagt er, haben Sie Alkohol getrunken? Kein Schluck. Na, der Wachmeister holt so einen kleinen Büdel raus mit so einem Nippel dran, weißt du. Sagt, blasen Sie da rein. Sagt, meine ich. Machen Sie nicht. Gut, dann blas ich für Sie, dann sind Sie in den Führerschein, aber los. Da läuft der Leute vor der Kneipe rum, du. Und singt immer, die Fahne hoch. Kommt gleich ein Polizist und sagt, Sie sind verhaftet. Warum denn, Herr Wachmeister? Ich bin überfallen worden, ich bin ausgeraubt worden. Aber hören Sie mal zu, da singt man doch nicht das Horst-Wessel-Lied. Da ruft man doch laut um Hilfe. Hab ich ja gemacht, da kommt ja keiner. Nee, in seiner Kneipe ist was los, du. Da säuft eine Frau einen Schnaps nach dem anderen, du. Nach dem 20. sagt er, wird nah, soll's noch einer so ein? Nein. Die kriege ich immer so kräftig Sodbrennen davon. Sagt der Wirt, das ist kein Sodbrennen, Ihre linke Brust hängt im Aschenbecher. Da ist was los in der Kneipe, du. Da sagt der eine zum anderen, was macht denn der Blödmann da unten auf der Erde? Sagt er, der so verzweifelt seinen 100-Markschein. Sagt er, woher weißt du das? Ich stehe drauf. Da sagt der eine, du, ich habe letzte Woche geheiratet. Oh, das ist aber toll. Nee, sagt er, so toll ist das. Meine Frau ist hässlich, du. Ja, es ist schlecht. Nee, so schlecht ist das auch nicht, du. Sie hat Geld. Oh, das ist gut. Nee, so gut ist das auch nicht, du. Sie ist geizig. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Nee, so schlecht ist es auch nicht. Sie hat mir letzte Woche eine Riesenvilla geschenkt. Oh, das ist gut. Nee, sagt er, so gut ist das auch nicht. Die ist letzte Woche abgebrannt. Oh, sagt er, das ist schlecht. Nee, so schlecht ist es auch nicht. Sie war nämlich drin, du. Nee, du, in der Kneipe ist was. Also da, ich hab mal neulich schon auf der Karte, du, eine... Der hat ja auf der Karte, du, Spezialität, Taube à la Napoleon, du. Ich hab mir so eine gebratene Taube bestellt, du. Ich beiß da so eine Keule rein, du, gleich von der Banderole, du. Ich hab die aufgemacht, du, war ein Zettel drin, stand drauf, wir greifen an im Morgengrauen, Napoleon, du. Es ist so. Da kam neulich einer rein, du, mit der Katze auf dem Arm. Nee? Stellt sich an Tresen mit der Katze und sagt, ein Bier, ein Korn und 30 Frikadellen. Ja, der trinkt Bier und Korn weg, die Katze frisst die 30 Frikadellen. Ne? Da sagt der Wirt, ich habe ja schon viel gesehen. Aber eine Katze, die 30 Frikadellen frisst, ja, sagt, ich will Ihnen das kurz mal erklären. Neulich ist mir eine Fee begegnet und die hat mir gesagt, Sie haben drei Wünsche frei. Ne? Und da habe ich gesagt, erstens möchte ich ein unendliches Leben für Sie. Ist schon in Ordnung. Als zweites möchte ich ewige Gesundheit. War auch sofort in Ordnung. Und als drittes möchte ich eine unersättliche Muschi. Und da muss ich irgendwas verkehrt verstanden haben. Nein, Freunde, du. In der Kneipe ist was los, du. Da sagt der Wirt ja eines Tages, du, mein Schäferhund hier, ne? Das ist ja nun ganz scharfer, den habe ich persönlich abgerichtet, du. Der macht alles kurz und klein, du. Ne? Da sagt einer, das glaube ich nicht. Ich habe zu Hause so einen gelben Hund, so einen großen, den hole ich mal. Der macht aus deinem Hund aber Gulasch, du. Ja, sagt er, gut, wir wetten um 500 Mark. Na, die Wette gilt, der holt seinen gelben Hund von zu Hause. Sagt der Wirt, ich sage Ihnen das nochmal. Mein Hund ist ein abgerichteter, scharfer Polizeihund, ein Schäferhund, nicht? Na gut, die Wette gilt, nicht? Top, nicht? Ihr kennt das, nicht? Der sagt, Ajax, Attacke, Fifi, Fass. Weg war der Schäferhund. Da sagt einer am Tresen, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich habe draußen im Auto eine blutsaugende Docke. Du, ein Kampfhund, du, der macht aber alles kurz und klein, du. Du, wir wetten mal um 1000 Mark. Wette gilt.
Der holt den Kampfhund rein und er sagt, Pluto, Attacke! Hat der Pfiffi fast. Weg vor der Kampfhund, du. Da sagt er, das darf ja wohl nicht wahr sein. Sagen Sie mal, was ist denn das eigentlich für eine Rasse? Da weiß ich auch, den hat mein Schwager aus Afrika mitgebracht, hat er so eine lange Mähne, die habe ich ihm abgeschnitten. Du. Freunde, Freunde, wie heißt das immer so schön? Humor ist die Fähigkeit, heiter zu bleiben, auch wenn es ernst wird. Und deshalb möchte ich die erste Halbzeit beenden mit einem kleinen Vierzeller, den mir ein guter Freund einmal geschickt hat. Alle Leute sollen leben, die uns was zu trinken geben. Aber die, die uns das neiden, sollen uns mit tausend Freuden Daunenfedern durch die Nasen, Zentnerweiß durchs Armloch blasen und das bei konträrem Wind, bis sie meine Freunde sind. Tschüss! So, Freunde! Ja, das ist ein zauberhaftes Geräusch. Wie gesagt, wir wollen die zweite Halbzeit unter das Motto stellen: Lieber die Sau rauslassen als den Hund begraben. Und ich bin ja vorhin, ihr kennt Breitenfelde ist ja schön hier. Aber ich bin über Köthel gekommen vorhin. Ja, Bürgermeister lacht, du. Aber auch ein schönes Fleckchen Erde. Köthel? Du, kurz vor Köthel bin ich an eine Radarfalle gefahren. Das hat gescheppert, kann ich euch sagen, du. Und dann kam die gleich an, du, mit Blaulicht, Peterwagen, nicht, war der Lappenfutsch, nicht. Weit und breit kein Taxi, habe ich einen Bus genommen, du. Das war ein Theater. Ich hatte vorher noch nie einen Bus gefahren, du. Das war... Nee, das war, wie gesagt, jetzt rede ich, habe ihn stehen lassen, du. Hat mich ein Bekannter mitgenommen. Ich sage, beim Einstehen, kannst du mir den Vordersitz vorstellen? Sagt er, natürlich. Lieber Vordersitz, darf ich bekannt machen? Das ist Fips Asmussen. Nee, du. Aber es ist eine schöne Gegend, du. In der Waldschneise, du. Da musst du plötzlich so einen Autofahrer bremsen, du. Und da hoppelt so ein kleines Küken über die Fahrbahn, du. Du, der hält an, du. Der nimmt das Küken hoch voller Kot. Der nimmt ein Papiertaschentuch und macht das schön sauber. Du setzt das wieder runter, das hoppelt weg, du. Da kommt ein zweites Küken an, du. Der nimmt das hoch, du, voller Kot, du. Der wischt das schön mit dem Papiertaschentuch ab, ne. Setzt das wieder runter, das hoppelt weg, ne. Kommt ein drittes Küken an, ne. Nimmt das wieder hoch voller Kot. Der macht das schön mit dem Papiertaschentuch sauber, ne. Das hoppelt weg, ne? Der will gerade einstellen, also kommt so ein Typ aus dem Busch raus mit der runtergelassenen Hose, ne? Und sagt, können Sie mir mal ein Papiertaschentuch geben? Meine Küken sind alle. Nee. Das war die Fahrt, du. Das war die Fahrt von Köthel hier rüber, du. Ich komm hier rein, du, da kommt mir ein Herr entgegen, du, aber große, stämmige Erscheinung, du, breitschuldig, du, markantes Gesicht, du, zauberhafte Augen, bildschön, du. Du, ich geh auf ihn zu, du, will ihm die Hand geben, bums, renn ich gegen Spiegel, nicht? Da war aber los. Aber, Freunde! Ja, gerade du. Du hast es nötig, Poldi. Nein. Aber sonst, ihr habt wieder gemerkt, ein schöner Laden, die machen immer viel für uns. Und ich war eben noch, wie gesagt, kurz in den gekachelten Räumlichkeiten hin. Das ist ja auch, also sowas, du, die haben ja restauriert. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Die haben die Becken an den Wänden. Ich hab da eben gesessen, sowas von unbequem, du. Also ehrlich, aber wie gesagt, Freunde, ich bin sonst ganz gern hier in diesem Laden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war neulich, muss ich ehrlich sagen, da war ich an einem oben ohne Restaurant, gehe ich nie wieder hin, du. Früher hatten die Kellnerinnen wenigstens nur den Daumen in der Suppe, aber da... Wie gesagt, ich habe da eben, draußen habe ich ja eine Nachbarin getroffen, nicht? Und, also auch eine ganz nette, sagt sie, ich bin ja sowas von enttäuscht, ne? Ich sage, warum denn? Ja, ich habe jetzt Urlaub in Kenia gemacht. Ich sage, warum ein bisschen so enttäuscht? Ja, ach du, wir haben da eine Safari gemacht. Ich sage, so wunderschön, warum ein bisschen enttäuscht?
Ja, wir sind da mit dem Bus, du, richtig gefahren, du, und dann hat mich plötzlich, du, so ein baumlanger Neger hat mich aus dem Bus gezerrt, du, und hat mich in die Savanne geschleppt und hat er mich genommen, 5-mal. Ich sag, ja, warum bist du denn so enttäuscht? Ach, der schreibt nicht, der ruft nicht an, weißt du. Hey, du, meine Nachbarin, du. Du, ich will ja niemanden angucken, aber meine Nachbarin ist ja eine nette, nicht? Also die kannte ich ja schon, als Nierentische noch Science Fiction waren. Also, das, ja, die hieß ja. Du, die hieß ja, Freunde, die hieß ja mit Mädchen am Grube, mit Vornamen Claire. Und die guckt immer so. Als wollte sie sagen, lieber ein erregter Bekannter als ein unbekannter Erreger. Also lieber, ja, lieber ein wachen Typen als ein Schlafsack. Also die hat auch einen Sprachfehler, die kann ich Nein sagen. Also das ist auch echt so eine Frau, für die würde ich einmal Müsli stehen lassen. Also die hat, ne, sagt sie neulich, schade, dass mein Mann das nicht mehr erleben kann. Ich sag, was denn? Die Erhöhung meiner Witwenrente. Als er im Sterben lag, hat er sie ans Bett gerufen und hat gesagt, weißt du, Lisbeth, immer wenn es mir im Leben schlecht ging, warst du bei mir. Als ich meinen Job verloren habe, warst du bei mir. Als ich meinen Autounfall hatte, warst du bei mir. Als ich meine Depressionen kriegte, warst du bei mir. Jetzt liege ich todkrank im Sterbebett und du bist bei mir. Weißt du was, Lisbeth, du bringst mir Unglück. Sagt sie, mein Mann hatte ja unwahrscheinliches Glück, sagt sie. Der hat der Auster gegessen und hat sich an einer riesigen Perle verschluckt, nicht? Und sagt sie, die Perle, die war ja so kostbar, nicht? Ich konnte davon die Operation bezahlen und die Beerdigung, sagt sie. Und in der Aufbahrungshalle, du, da, als trauernde Witwe, da hat sie zu dem Bestattungsunternehmer gesagt, sagen Sie mal, wie können Sie meinen Mann, meinen verstorbenen Gatten einfach ganz in Weiß kleiden? Das ist ja entsetzlich. Na, die steckt zum Bestattungsunternehmer da so ein 100er in die Tasche und sagt, können Sie das unauffällig ändern? Na, nach 2 Minuten ist er wieder bar, mit der Bahre, nicht? Totschick in schwarzem Smoking. Sagt sie, wie konnten Sie das so schnell machen? Ach, sagt der gnädige Frau, für ein 100er wechseln wir nur die Köpfe. Nee, das ist meine Nachbarin, du. Da hat sie mal beim Kaffeeklatsch gesessen, du, mit 3 anderen Damen, du. Du, und da hat die erste gesagt, mein Sohn, du, der arbeitet bei VW, der hat mir jetzt ganz günstig einen VW besorgt. Da hat die zweite, meiner ist Pilot bei der Lufthansa, ich konnte neulich zum halben Preis nach Hongkong fliegen. Da hat die dritte, und mein Sohn, der ist Maurer, der hat mein Haus gebaut, fast umsonst. Sagt sie, und? Mein Sohn geht auf den Strich. Was denn, Janne, welche Schande? Nee, so die finde ich gar nicht. Nicht? Der hat mir neulich ein Auto geschenkt, nicht? Ein neues Haus und eine Reise nach Hongkong. Nein, nein, sie ist schon eine, du. Sagt sie, ich habe jetzt einen ganz reichen Freund kennengelernt. Also der hat zu mir gesagt, wenn du im Bett spitze bist, nicht? Dann kriegst du einen Mercedes. Nicht? Wenn du nur Mittelklasse bist, nicht? Dann kriegst du einen VW. Nicht? Und wenn du noch schlechter bist, nicht? Dann kriegst du einen Trabi. Nee. Ich sag, und was hast du gekriegt? Ein Bollerwagen. Sagt sie, ich bin in der letzten Zeit so fürchterlich nervös. Ich sag, versuch es mal mit Baldrian. Ja, sagt sie, hast du seine Adresse?
Ich sag, wo hast du denn eine tolle Kette her? Ja, sagt sie, die habe ich von einem amerikanischen Multimillionär. Ich sag, wie heißt denn der? Woolworth. Sagt sie, aber mit dem habe ich jetzt Schluss gemacht. Sag, warum das denn? Ja, ich war neulich mit ihm in der Sauna. Du glaubst gar nicht, wie der ohne Brieftasche alt aussieht, du. Die und Männer, du. Da ist immer ein Australier. In der ersten Nacht, du, hat er das ganze Schlafzimmer ausgeräumt. Die ganzen Möbel hat er auf die Straße geworfen. Sag ich, was soll denn der Blödsinn? Ja, sagt, ich hab doch nie mit meiner Frau gehabt. Aber wenn das so ist wie bei den Kängurus, dann brauchen wir eine Menge Platz heute Abend. Du, die und Männer, du. Sie sagt immer, warum soll ich auf den Richtigen warten, wenn ich mit den Falschen eine Menge Spaß hab, nicht? Ja. Lieber ein Lebkuchen als ein toten Zwieback. Das sind so Sprüche von ihr. Also, und deshalb sage ich ja auch immer, Freunde, nicht die Blonden, nicht die Schwarzen, nicht die Rothaarigen, auch nicht die brünetten Frauen sind die treuesten. Die treuesten Frauen sind nach wie vor die Weißhaarigen. Ja. Und ich kann davon ein Lied singen, du. Ich bin das ganze Jahr auf Montage, du. Du, aber hallo, du. Ich habe neulich im Hotelzimmer geschlafen, du. Und ich will gerade einnicken, du, da fängt das aber nebenan zu schnarchen, du. Kennt ihr das? Ich boller gegen die Wand, du. Genau. Kennt ihr das? Ich boller wegen dir die Tür. Die ganze Nacht, ich hab gebollert, du. Morgens beim Frühstück kommt so ein altes Mütterchen auf mich zu und sagt, sag sie mal, haben Sie das Zimmer neben mir? So, das kann schon sein. Haben Sie die ganze Nacht gegen die Wand gebollert? Ich sag, das hab ich ja. Ja, sie, ich war ja so müde, sonst wäre ich ja rübergekommen, sagt sie. Freunde, habt ihr die Anzeige gelesen? Jungfrau 75, körperlich fit, wünscht sich stattlichen Stier, der sich schon die Hörner abgestoßen hat und die köstliche Ruhe einer abgegrasten Wiese zu schätzen weiß. Was? Kinder, wir können an dieser Stelle, wir können ruhig mal die weiblichen Geschöpfe so ein klein bisschen durchleuchten. Ein Professor hat ja mal herausgefunden, dass vieles Reden das Leben verlängert. Und deshalb leben Frauen ja auch immer ein bisschen länger. Der, guck mal, der liebe Gott schuf die Frau ja auch zuletzt. Nicht, weil er sich bei der Erschaffung des Mannes nicht dazwischen quatschen lassen wollte. Ne? Ja. Ne? Freunde, es heißt ja... Kinder, es heißt ja, zuerst schuf der liebe Gott den Mann und dann die Frau. Und dann tat ihm der Mann leid und er gab ihm den Tabak. Und deshalb merken wir zum Beispiel, Freunde, wir erkennen daran, die Harmonie zwischen den Geschlechtern stimmt vorn und hinten. Ich glaube mir das. Guck mal, zum Beispiel... Im Himmel gibt es zwei Eingänge. Am ersten Eingang steht ein Schild für Männer, die von ihren Frauen bevormundet wurden. Im zweiten Eingang steht ein Schild für Männer, die von ihren Frauen nicht bevormundet wurden. Am ersten ein wahnsinniges Gedränge. Am zweiten steht nur ein einziger. Kommt Petrus und sagt, warum stehst du denn hier? Sagt er, meine Frau hat gesagt, ich soll mich hier hinstellen. Kinder, ihr kennt ja auch den Unterschied zwischen dem Hochzeitsmarsch und dem Militärmarsch. Gibt es keinen, beide führen in den Kampf, das sind auch so Kleinigkeiten. Es ist euch sicherlich auch schon aufgefallen, dass Brautleute sich vom Standesamt immer die Hände geben. Nicht? Das tun Boxer vom Kampf ja auch. Das sind kleine Dinge, die man sich nur durch den Kopf gehen lassen muss. Nicht? Französinnen und Amerikanerinnen unterhalten sich über die Liebe. Sagt die Französin, unsere Männer sind so feinfühlig, sie küssen zuerst die Fingerspitzen, dann die Schulter und dann die Nacken. Sagt die Amerikanerin, wenn ihr soweit seid, sind wir schon von der Hochzeitsreise zurück, Mensch. Ne? Es gibt da auf dem Sektor zauberhafte Sachen. Spielen zwei spielen Golf, zwei Typen. Sagt der eine, du geh mal zu den beiden entzückenden Damen nach vorne, frag mal, ob sie uns durchspielen lassen. Ne, der geht hin und sagt, du komm wieder und sagt, das kann ich nicht, du. Sagt er, warum denn nicht? Das eine ist meine Frau, das andere ist meine Geliebte und sie wissen nichts voneinander.
Geh du mal. Der kommt zurück und sagt, wie klein die Welt doch ist. Ne? Ja, ja. Wie der eine sagt, jahrelang waren wir glücklich miteinander, dann lernten wir uns kennen. Das ist... Nicht? Da will einer seine Frau loswerden, da sagt der andere, du, pass auf, du musst ihr mal, wenn das gar nicht anders geht, kauf ihr mal so einen Sportwagen, so einen Flitzer, wo sie richtig mal mit losgeicht durch die Straßen und so, denn irgendwann, du, da klappt das schon. Ja, der kauft ihr so einen Golf GTI und die fährt schön durch die Gegend, 4 Wochen, du. Die treffen sich wieder, sagt er, das hat nicht geklappt, du. Was hast du denn gekauft? Er sagt, Golf GTI. Sagt er, nee, kauf ihr mal einen Jaguar. Nach 4 Wochen treffen sie die wieder, du. Da trägt er eine schwarze Armbinde hier, du. Trauerflor. Sagt er, hat's geklappt? Sagt er, kann man wohl sagen, du. Wie ist es passiert? Oh, sagt er, sie machte die Garagentür auf, ein Prankenschlag, weg war sie, du. Guck mal, auf einer Party, da sagt die gnädige Frau zu einem Gast, ich war letzte Woche auf einem Sexualkongress. Und da haben wir festgestellt, nicht die Franzosen sind die besten Liebhaber, sondern die Polen. Nicht die Araber haben die größte Ausdauer, sondern die Indianer. Oh, sagt er, das ist ja interessant. Oh, sagt er, ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Winnetou Kosomolski. Guck mal, das war so ein kleiner Übergang für mich, wenn wir so ein bisschen international werden wollen. Das ist ja auch immer schön. Guck mal, zum Beispiel, wir sind im Wahljahr, da kann man das sowas ruhig mal erzählen, ne? Wie Helmut auf der Couch sitzt und Kreuzworträtsel löst und sagt, Hannelore, ich komme hier nicht weiter, du. Bundeskanzler mit 4 Buchstaben. Sagt sie, du? Nee, das sind 2, das geht nicht. Nein. Nein, sagt sie, ich meine dich. Ja, dich geht, das sind 4. Das geht. Hey, Freunde, Hannelore, du. Na, ein bisschen Politik muss heute Abend sein, Kinder. Nützt ja nichts. Kinder, aber ich muss es leider sagen, unser Bundeskanzler hat sich ja nur doch in der letzten Zeit sehr, sehr geärgert über die vielen Witze, die ihm über die Welt gesetzt worden sind. Und er hat mal ein paar Leute zusammengetrommelt, die sollten mal herausfinden, wer diese Witze eigentlich in die Welt setzt. Und diese Leute haben einen alten Mann aufgegriffen an der Zonengrenze, mit weißem Bart. Er wurde dem Kanzler vorgeführt und sagt, Herr Bundeskanzler, das habe ich schon immer gemacht. Das habe ich schon zu Kaisers Zeiten gemacht, zu Hitlers Zeiten, zu Honeckers Zeiten. Das habe ich. Sagt Helmut, aber ich bitte Sie heute. Heute geht alle Macht vom Volke aus. Gemeinsam schaffen wir Wohlstand und Sicherheit für alle. Die Steuergelder werden gerecht verteilt. Im Mittelpunkt der Politik steht der Mensch. Da kratzt der Alte sich in dem Ohr und sagt: Der Witz ist neu, den kenne ich noch nicht. Gott, nee, wenn wir schon bei unserem Kanzler sind. Auch er hat ja einen Gegner, einen Ernst, Rudi. Rudi Scharping kennt ihr ja auch. Rudi. Ne? Die deutsche Antwort auf Pretty Woman kennt ihr doch. Rudi. Rudi führt teilweise einen bösen Wahlkampf. Oh, ich habe in der Talkrunde neulich gehört, du, hat er gefragt, Herr Bundeskanzler, kennen Sie den Unterschied zwischen Schabbi und Ihnen? Sagt er, nee, kenne ich nicht. Schabbi gibt es jetzt mit Hirn. Also es ist ja... Nee. Freunde, das Ärgerliche an politischen Witzen ist ja manchmal, dass sie gewählt werden. Und aber auf der anderen Seite, wie schnell sind sie manchmal wieder weg vom Fenster? Nicht? Man sagt heute zum Beispiel nicht mehr Kümmerling, man sagt Engholm. Guck mal, das geht alles, nicht? Es ist, nicht? Nicht? Ja? Nicht? Oder ein Jäger, ein Angler, ein Politiker kommt in den Himmel, sagt Petrus, ihr habt mir zu viel gelogen im Leben.
Bevor ihr reinkommen wollt, müsst ihr durch einen Sumpf fahren. Ich will wissen, wer am meisten gelogen hat. Der Jäger rein, du, der versinkt gleich bis in den Hüften, bis im Schlamm, du, ist er weg, du. Der guckt, ne, oh, denkt er, ja, mein Jägerlatein, du, das ganze Leben lang, du. Ne, der dreht sich um, da steht der Angler bis zu den Knöcheln, du. Sagt er, du mit deinem Anglerlatein, du müsstest doch auch so weit weg sein. Sagt er, nee, ich stehe auf den Schultern vom Politiker. Kommt Rita Süßmuth zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich rede im Schlaf. Oh, sind die so tragisch, die Frau. Das ist doch nicht, ja, das sagen Sie. Das ganze Parlament lacht schon über mich. Freunde, Politiker sind ein Thema. Denkt an Nobby Blüm. Nobby Blüm war nicht immer Politiker. Da war früher mal Bergmann in Recklinghausen, hat in einem Christstollen gearbeitet. Nobby Blüm. Nobby sagt ja immer, pass mal auf. Nobby sagt ja immer, die Zukunft ist die Ausrede derer, die in der Gegenwart nichts tun wollen. Und da hat mal der eine zum anderen gesagt, wenn Arbeit adelt, dann bleibe ich lieber bürgerlich. Da sagte einer, Herr Direktor, ich möchte eine Woche Urlaub machen, meine Frau ist krank geworden. Sagte, Sie lügen. Ihre Frau hat für ihn angerufen, sie ist überhaupt nicht krank. Sagte, jetzt lügen Sie, aber ich bin gar nicht verheiratet. Denkt an die drei Arbeitslosen aus Friesen, die haben gehört, in Herne, da werden Bergleute gesucht. Nicht? Und die fahren alle drei runter, stellen sich den Bergwerksdirektor vor, der erste geht rein. Dann sagt der Direktor, haben Sie mal unter Tage gearbeitet? Ja, hab ich, ja, ja. Sagt er, wo denn? Helena Fein. Wie tief? 12 Meter. Raus, ganz schnell raus, die Leute kann ich hier nicht gebrauchen. Da kommt der zweite rein und sagt, haben Sie unter Tage gearbeitet? Ja. Helena Fein. Sagt er, wie tief? 15 Meter. Aber ganz schnell raus, weil ich kann nicht gebrauchen. Die sagen zu dem dritten, pass mal auf, du musst ein paar Meter drauflegen, sonst kriegst du den Job nicht. Na, er geht rein. Sagt er, haben Sie schon mal unter Tage gearbeitet? Jawohl. Wo? Helena Fein. Sagt er, wie tief? 2300 Meter. Sagt er, Sie sind genau mein Mann. Aber noch eine Frage, wo haben Sie die Grubenlampe getragen? Am Gürtel oder am Helm? Sagt er, Nachtschicht hatte ich nie. Also, ich bin immer noch ein bisschen bei der Arbeit, Freunde. Nee? Ich war nur in so einem Kaufhaus drin, du, da habe ich so einen Verkäufer beobachtet, du, das war interessant dazu zu hören, du, der hatte so einen kleinen Knoten in der Zunge, nicht? Und da sagt der Kunde, ja, sagt er, dann packen Sie mir die Angel mal ein. Sagt er, dann brauchen Sie noch einen kleinen Eimer. Sagt er, wozu brauche ich einen kleinen Eimer? Sagt er, für die Würmer. Na, sagt er, gut, dann packen Sie den kleinen Eimer mal auch noch ein. Ja, dann brauchen Sie noch einen großen Eimer. Sagt er, wozu brauche ich noch einen großen Eimer? Für die Fische. Na, sagt er, gut, packen Sie den großen Eimer mal auch noch ein. Dann, wo wollen Sie denn angeln? Sagt er, am Steinhuder Meer. Steinhuder Meer? Dann brauchen Sie ja noch ein Moped. Na, so, dann packen Sie das Moped mal auch noch ein. Der haut ab, du. Kommt der Direktor und sagt, Sie sind ein toller Verkäufer, Mensch. Der Mann wollte angeln und Sie verkaufen ihm, also der Angel und einen kleinen Eimer und einen großen Eimer und noch ein Moped obendrauf. Der wollte gar nicht angeln. Der wollte den Kinderwagen. Aber bei Kinderwagen haben wir 4 Wochen Lieferfrist, habe ich gesagt, in der Zeit können Sie ja angeln gehen. Ja, ja. Nee. Das sind alles Themen, wa? Da kommt so ein Neureicher in die Bank und sagt zum Kassierer, mein Name ist Müller-Woldersdorf, geben Sie mir ein Scheckheft, Sie Arschloch. Sagt er, bitte? Mein Name ist Müller-Woldersdorf, geben Sie mir ein Scheckheft, Sie Arschloch. Der geht nach hinten zum Filialleiter und sagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wissen Sie, ich habe draußen einen Kunden, der sagt,
Geben Sie mir ein Scheckheft, Sie Arschloch, hat er gesagt. Also schmeißen Sie mal noch raus, solche Hunden brauchen wir nicht. Wie heißt denn der? Müller-Woldersdorf. Müller-Woldersdorf? Hat er ein Konto bei uns? Ja. Wie hoch ist denn das? 5 Millionen? Ja, dann geben Sie doch ein Scheckheft, Sie Arschloch. Das sind Themen, du. Da sagt der eine Landstreicher zum anderen, hast du gehört, Paul arbeitet neuerdings. Ja, sagt er, für Geld macht er alles, du. Freunde, der Aufkäufer für Schweineborsten und Rosshaare kommt auf den Bauernhof. Beim Abwiegen fehlen genau 20 Gramm. Ja, der Bauer rennt in die Küche, da sitzt Opa, dem schneidet er seinen Bart ab. Geht auf die Waage, genau. Nach 14 Tagen sitzt Oma auf dem Opa auf dem Kirschbaum, du. Kommt Oma, aber Opa, was sitzt denn auf dem Kirschbaum? Ja, heute kommt der Eiermann, Mensch. Das sind Schmerzen, du. Querbild machen wir heute Abend, du. Da sagt der Spieß zu den Soldaten, morgen sind wir zu Figaros Hochzeit eingeladen. Am nächsten Tag stehen die alle stramm, du, jeder mit dem Geschenk unterm Arm. Sagt er, ihr Heinis, Figaros Hochzeit ist eine Oper. Da sagt der eine zu meiner, der hat das gerade nötig, du. Als wir letztes Jahr eingeladen waren zu Schwansee, war er der Einzige, der Schwimmflossen anhatte, du. Freunde, wie heißt es immer so schön? Gute Laune ist die Würze aller Weisheit und deshalb verabschiede ich mich für heute mit dem Vierzeiler. Im Nebel der Welt scheint uns alles egal. Der Morgen, der Abend, der Berg und das Tal, das Feuer, das Wasser, November und Mai. Nur Humor und Finanzamt sind stets zweierlei. Ich danke Ihnen.